Und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen Video. Ich wurde gefragt über die Kommentare, ob ich mal zeigen kann, wie man eine kleine HTML-Datei erstellt, wo ich hoste. Und in einem weiteren Kommentar, wie man ein Forum installiert. Das seht ihr jetzt nach dem Intro. So, und zwar als allererstes, ich hoste mein Domain an sich bei Nitrado. Mittlerweile meine alte Domain, also ufmc.eu bei One, da die kostenlos war. Und ja, bei Nitrado kauft ihr euch die halt und dann könnt ihr halt so Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass alle Anfragen, zum Beispiel heinz.etmc.de gehen trotzdem auf etmc.de und so weiter. Nur etmc.de klappt im Moment nicht, da wir down sind. Ja, die IPs können euch auch brauchen, eigentlich auch nicht interessieren. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr dann auf jt.etmc oder ach, nehmen wir jetzt mal gplus.etmc.de, dann kommt ihr halt auf meinen Google Plus. Und ja, auf jeden Fall das halt zum Trado, wie ich hoste. Also der Webspace an sich, der wird auf dem V-Server eigentlich gehostet, nur der ist halt down. Und ja, jetzt kommen wir halt zum Forum. Ihr ladet euch die MyBB-Daten runter. Also nicht mal, ich habe die ganze Scheiße gerade schon mal aufgenommen. Und ja, geht hier auf Downloads und downloadet euch das. Zieht die Sachen auf euren ja, Webspace oder V-Server. Und geht, tut dann die CH-Mod-Sachen einstellen, wie die in der Videobeschreibung sind. Also die ganzen Sachen stehen da. Und ja, danach geht ihr auf euer Domain.de. Also auf euren Domain. Und dann, wenn ihr das direkt im Hauptverzeichnis habt, in Install oder wenn ihr es in einem Unterordnung wie Forum habt, dann halt Forum slash Install, dann kommt ihr hier drauf und ja, dann gehen wir hier auf Weiter und müssen die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Gucken halt hier, habe ich alles, sind die Configs beschreibbar und so. Und wenn das ist, können wir halt hier das eingeben. Das war genau das. Etmc unterstrich E. Nicht EI. EU und hier auch etmc.eu. Genau. Wir sind sofort wieder. Ich habe es nämlich schon wieder falsch gemacht. Bis gleich. So, mein Fehler war nämlich, dass ich das halt schon drauf hatte und die MySQL-Datenbanken, also die Daten davon schon drauf waren. Und das darf nicht sein. Die müsst ihr halt löschen. Und es klappt immer noch nicht. Lol. EU slash MySQL, das müsste stimmen. Sehen wir uns sofort wieder, wenn ich die Daten eingegeben habe. Bis gleich. So. Nehmen wir schon mal auf. Ja. Mein Fehler war, ist das Passwort falsch war. Das konnte ich euch halt nicht zeigen. So, dann geht halt hier überall auf. Weiter. Weiter. Und dann halt hier gibt ihr einen Titel ein, wie zum Beispiel Testforum. Dann halt der Domain, wo das. Das ist dann halt hier und eure Website, das ist bei mir index.html. Die ist ja eigentlich komplett nur weiß, da ich die Seite halt hier nicht mehr nutze und deswegen auch nichts Kreatives braucht. Da steht halt nur ja, neue Domain, intimacy.de. Jetzt erstellen wir einen Admin-Account. Passwort ist 123456. 123456. Meine Adresse ist info@intimacy.eu. Ja, das Forum wird auch für euch noch bestehen bleiben, so dass ihr natürlich noch drauf kommt, um euch das anzuschauen. Ja, halt hier kommt ihr aufs Forum. Wie man Theme installiert, wird noch gezeigt. Und auf jeden Fall hier unten geht ihr dann zum Beispiel auf Your Website. Und das war, wo ich gerade eingestellt habe, halt. Nur Internetseite etmc.de. Da habe ich mir halt keine Mühe für gegeben, sonst wird hier oben was Vernünftiges stehen. Ja, das ist halt nur, ja, ich hab's halt. Und ja, dann kommen wir halt hier ins Admin-CP, um Einstellungen zu tätigen. Und ja, da sehen wir uns gleich. Denn ich wurde ja auch gefragt, wie man eine HTML-Datei erstellt. Bis gleich. So, mir hat das jetzt mit der HTML-Datei nicht so gefallen. Deswegen seht ihr das in einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.